Am 25. Februar machte sich der Dachsberger Elternverein in Begleitung von 120 Schülerinnen aus Dachsberg der 3. Klasse auf den Weg nach Wien. Im Gepäck insgesamt 14.000 Unterschriften gegen die sogenannte 3-zu-2-Zielregel, die Elternvereinsobmann Peter Hinterberger von Schulen aus ganz Oberösterreich erhalten hatte. Es gibt in Österreich ein Gesetz, das besagt, dass 3 Kinder unter 14 Jahren für 2 Personen im Linienbussen gezählt werden. Das heißt, in einem Bus wie dem, vor dem wir hier stehen, der mit 71 Sitzplätzen ausgestattet ist und 40 Stehplätzen, dürfen 166 Kinder unter 14 Jahren Platz nehmen und mitfahren. Und das ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Kinder. Und wir möchten, dass alle unsere Kinder sicher zur Schule kommen und wünschen uns, dass Herr Minister Stöger dieses Gesetz behebt oder diesen Fehler repariert und sehen das auch als Chance, dieses endlich zu beheben. Es geht da, glaube ich, ganz einfach darum, dass da wieder einmal ein Bewusstsein geschaffen wird. Es ist ein Gesetz, das, wie ich eben gehört habe, 1967 entstanden ist, das noch immer Gültigkeit hat, also ein Gesetz, das lang vor der Gurtenpflicht entstanden ist, dass dieses Gesetz einfach in keiner Weise mehr der Realität entspricht. Und es geht da darum, dass Bewusstsein gebildet wird, dass sich an dieser gesetzlichen Regelung etwas ändert. Die Busse sind zu voll, das finde ich gar nicht toll. Immer müssen wir stehen, das kann ich nicht verstehen. Wir konnten uns alleine nicht gegen die Busfahrer behaupten. Doch wenn wir zusammen stehen, haben die Tränen im Auge kurzer Protest. Einfach ohne Gnade fahren, hat er da vorne keiner reingeladen. Herr Minister, das kann doch wirklich nicht sein. Diese Steherei, die ist wirklich gemein. Vorher haben wir noch von der Forderung gestammelt. Doch jetzt haben wir sie zusammengesammelt. Vor dem Verkehrsministerium demonstrierten die Dachsberger Schüler, wie es in einem gemäß der 3-zu-2-Zielregel befüllten Bus aussieht. Finden Sie auch, dass eine Veränderung notwendig ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin der Meinung, es sollte nicht vorher was passieren, das was geändert wird, sondern dass man wirklich im Vorfeld schon mal was ändert, weil es ist, wie man jetzt sieht, sehr gefährlich das Ganze. Ich war sehr emotional berührt, wie meine Tochter eines Tages heimgekommen ist von einer Busfahrt, wo der Busfahrer sie gebeten hat, ein Foto zu machen mit seinem Handy, weil sie hat weder nach vor noch hinten gehen können, die Tür, sie sind da an der Tür geklebt und sie hat mir das zu Hause erzählt und mit einer anderen Mutter aus meinem Ort, die Frau Hartl, haben wir beschlossen, wir möchten da dem nachgehen und wir möchten da was tun für die Kinder. Ja. Man merkt selber auch, wenn man jetzt sagt, dass andere Klassen mal bei dem Bus fahren, wir fahren ja auf zwei Busse auf der, dass das schon gescheit problematisch ist, dass man auf die Stirn sitzen muss, teilweise auch stehen muss, zu dritt auf diese Plätze ist, es ist schon nicht gut, so mal zu sagen. Beim Heimfahren ist schon auch, jetzt haben wir eh Gott sei Dank zwei Busse, da geht es nicht aus, aber früher haben wir einen Bus gehabt und wenn er mal beim Tag gewacht hat, sind alle wie beim Domino umgefallen. Was erwarten Sie jetzt da von dem Herrn Minister? Ich erwarte mir und erhoffe mir, dass er überhaupt sich mal die Zeit nimmt, um das Anliegen zu hören und um die gesammelten Unterschriften entgegenzunehmen. Ich erwarte, dass er darauf reagiert und dass er dafür vielleicht sorgen wird, dass weniger Schüler in einem Schülerbus Platz haben dürfen, damit wirklich jeder Schüler einen ordentlichen Platz auch hat, vor allem die kleinen Schüler, weil damit auch die Verkehrssicherheit gehoben wird. Das ist vom Schulanfang weg besonders arg, vor allem für die Kleinen, wenn man so in der ersten Klasse anfängt, zweite Klasse, weil da traut man sich einfach auch noch nicht so, dass man sich durchsetzt oder so und eigentlich die Schwächsten und Kleinsten sind dann die, die es am meisten abkriegen. Gell? Und da sollte man eigentlich sollten die Regeln gelten in die Schulbusse, wie es auch sonst in Österreich gelten, dass man sich einfach niedersitzt beim Fahren und anschnallt. Anschließend wurden Minister Alois Stöger die gesammelten Unterschriften übergeben. Allerdings war er nicht bereit, sein Büro zu verlassen, um sich den bis zum Rande gefüllten Bus anzusehen. Immerhin gab es das Zugeständnis Stögers, die Zählregel bei der nächsten Konferenz der Verkehrslandesräte der Länder im April zu thematisieren. Ich habe jetzt mit den Unterschriften vor, dass es den Verantwortlichen in den Ländern sagt, das sind die Landeshauptleute, die Verkehrsreferenten in der Landesregierung und sage, ich lade Sie ein, zu schauen, wie schauen die Schulbusse vor Ort aus,
Der Bund, also die Republik Österreich, finanziert ja die freie Schulfahrt. Und da zahlen wir für jedes Kind in Österreich den gleichen Betrag. Und daher will ich auch, dass die gute Bedingungen zum Schulfahren haben. Warum dauert es so lange, dass es Verbesserungen gibt? Weil es kommen ja immer wieder die Eltern und Leute, die rufen an, die bringen Vorschläge, dass es Verbesserungen gibt. Warum dauert es dann so lange? Das ist eine gute Frage. Es ist immer so, es gibt immer Interessen in die eine Richtung, andere haben andere. Und man kann immer alles machen, wenn man auch das genügend Geld zur Verfügung hat. Und dann sagen immer alle bei der Steuer, nein, eigentlich Steuer wollen wir nicht zahlen. Wie kann das sein, dass wenn man mit einem PKW und man hat da keinen Gurt angeschnallt, da wird man bestraft, wenn man da nicht anzahlt, ist man muss Strafe zahlen. Und warum können dann in die Schulbusse die Kinder sogar stehen? Warum ist das möglich? Da gibt es mehrere Überlegungen. Das eine ist, erstens, dass Schulbusse nicht immer in der Geschwindigkeit fahren, wie man es auch mit dem PKW macht. Insofern ist das was anderes. Es ist sicher so, dass man die Qualität verbessern kann und dass man schrittweise auch die Qualität in den Schulbussen verbessern soll. Und insofern ist die Initiative eine gute. Mit gemischten Gefühlen machten sich die Schüler wieder auf den Heimweg mit der Hoffnung, dass bald jeder Schüler das Recht auf einen eigenen Sitzplatz hat.